herzlich willkommen zu einem neuen Zelda Montagsvideo. Wow, und diesmal ist es sogar ein Video von euch und also für euch, euer Videowunsch und warum jetzt gerade mein Bett hier so ist und weil alles so wow ist, weil es so spät ist und oh mein Gott, es gibt ein Tauschpaket, das was ihr eigentlich schon mir in Facebook so zugespammt hat und ich habe endlich ein Tauschpaket gemacht und ich hoffe, man sieht mich und ich habe extra mein Hamster-Shirt angezogen, aber ist ja auch egal, weil ich jetzt das Tauschpaket aufmachen werde und alle werden sich tierisch freuen und ich bin gespannt. Wir haben gerade 7 Uhr, das Paket kam schon um 1 oder so und ich war total gespannt und ich werde es jetzt auspacken. Mein Gott, ich kann gleich nicht mehr. Wow, Leute, das war echt ein seltsames Intro und tut mir leid, dass ich so überventiliert habe, aber ich bin so aufgeregt und ich war total verwundert, dass das Paket sogar schon heute angekommen ist, weil das Paket ist am Donnerstag, also jetzt vor einigen Tagen angekommen. Ihr kriegt das Video ja am Montag, das ist wieder was anderes, aber ich hätte damit nicht gerechnet. Und das Paket habe ich gemacht zusammen mit Me and My Mice, ihren tollen Kanal. Mäuse-Rennen-Maus-Kanal findet ihr in meiner Beschreibung. Einfach mal gucken und klicken und sie ist eine kleinere YouTuberin von Nagetier, kann man das so sagen? Ja, aber ich verfolge sie schon sehr lange und ich werde das Paket jetzt mal eben hier hin. Ich verfolge sie schon sehr lange und ich kann euch gerade nicht angucken, weil das ist, ach, ist ja auch nicht so schlimm. Ich verfolge sie schon sehr lange. Sehr schönes Informationsvideo. Könntet ihr mal gerne vorbeischauen, ist super. Gibt jeden Sonntag, jeden zweiten Sonntag neue Videos, weiß ich jetzt nicht. Aber ist ja auch egal, hier ist das Paket. Es raschelt, ist irgendwas und es wäre toll, wenn ihr auch mein Paket anschaut, was ich ihr geschickt habe, denn ich bin mal gespannt, wie sie reagiert und ich werde es jetzt mal irgendwie aufschneiden. Das ist ganz schön hier verwuselt mit Klebeband. Ja, ich glaube, ich muss das hier aufschneiden, oder? Ich weiß es nicht, ich mache es mal einfach. Ja, das ist schon mal falsch. So. Das wäre hier schon mal geschafft. Machen wir es mal an der Seite. Und Zelda wird in diesem Video vielleicht am Ende noch auftauchen. Vielleicht, wenn ich ein Bild von ihr einblende oder so. Aber wie gesagt, da ist nichts drin, weil sie jetzt noch schläft. Ich wollte sie jetzt nicht wecken. Kann ich das hier so aufmachen? Funktioniert das? Ja, ich kann die Schere, glaube ich, jetzt mal weglegen. So. Aber der Pedro liegt da hinten. Aber der schläft gerade, deswegen. Alle schlafen sie. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig aufmache. Wenn sie dabei zuschaut, ich verunstalte diese Verpackung ziemlich. Ich sollte mal mehr hier ins Bild kommen. So. Es tut mir leid. Ich glaube, ich zerschneide jetzt nichts kaputt. Oh Gott. Es sind ganz viele tolle Kleinigkeiten. Und ich habe es, glaube ich, falsch rum geöffnet. Nein! Oh Gott. Es sollte eigentlich so sein. Oh nein. Jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht, Leute. Ich muss es gerade hier an meinem Stativ ein wenig ranzoomen. Man sieht meinen Namen. Ich sehe es gerade ein bisschen spiegelverkehrt, weil ich in meine Kamera schaue. Aber ihr seht es richtig. Tauschpaketchen Miyuki. Let's Plays. Ja, Leute, ich heiße nicht mit richtigen Nachnamen LPS und auch nicht wirklich Miyuki, falls ihr euch das fragt, weil wir schreiben irgendwie dauernd Leute an, heißt du wirklich Miyuki und warum heißt du LPS? LPS steht für Let's Plays. Ich habe hier einen Brief bekommen. Sieht man gar nicht. Hier einen süßen kleinen Brief, auf dem Brief drauf steht. Ironie. Und kannst du gerne vorlesen? Okay, wenn es ihre Bitte ist, werde ich das mal machen. Stell dich mal wieder scharf. So mache ich das mal. Schön in der Mitte. Das ist nicht die Mitte. So, ich lese jetzt den Brief vor. Oh, wieder falsch rum. Ich hab's aber auch heute. Okay, hey Miyuki. Schön, dass wir ein Tauschpaketchen machen. Wie gesagt, meine Zeichenkünste lassen etwas zu wünschen übrig. Ach, ich habe dir Zeichnungen geschickt. Ich bin gespannt, wie du sie findest, auch wenn sie nicht hundertprozentig gut geworden sind, aber trotzdem. Aber ich habe es immerhin versucht und der Wille zählt doch. Da hat sie vollkommen recht. Ich hoffe, die Sachen gefallen dir und deinen Nagern. Dein Kater wird wohl leer ausgehen. Sag ihm trotzdem einen schönen Gruß. Bero, schöne Grüße von mir und meinem Mais. Okay. Ja. LG, Lena, me and my Mais. Jawohl, ich zeige euch das mal hier. Hilfe, Kamera. Ich geh einfach raus. Diesen schönen Text hat sie hier geschrieben.
Oh Gott. Ich hoffe, sie kann meinen Text lesen, weil ich kann nur also Schreibschrift. Also ich kann Schreibschrift und Druckschrift, aber irgendwie verwusel ich immer beides zusammen. Und deswegen, ja, danke für dieses schöne Briefchen. Ich lege es mal dahin und widme mich jetzt weiter dem Paket. So, Lila. Lila ist einer meiner Lieblingsfarben, aber nur dunkle Lila. Und ist sehr schön eingepackt. Ich muss das jetzt leider so hier machen, damit ihr das besser seht. So. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Ich kenne sowas nur aus Osterverpackungen, wenn man so ein Nest zusammenbaut. Keine Ahnung, was das ist. Ich mache am besten das hier mal auf. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Aber es raschelt viel, das ist ja schon mal toll. So. Das ist eine wunderschöne Verpackung. Die gefällt mir irgendwie. Aber ich muss das jetzt öffnen, leider. Und ich und Verpackung öffnen, man weiß es ja. Ich bin da nicht so gut drin. Aber es lässt sich lösen. Ja! So, ich hab's geschafft. Ja. Wir haben hier was von Real Nature, kann ich schon sehen. Mehr aber noch nicht. Und zwar... Oh, war hier noch nicht. Das hat sich nur so angefühlt. Und zwar Real Nature Natursnack Obst. So. Okay. Das sieht doch mal gut aus. Von Real Nature habe ich noch nie was verfüttert. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie die Leckerbissen... Leckerchen mit Biss, oder wie sie sich nennen, wollte ich auch mal verfüttern, habe ich auch gelassen. Ich weiß nicht warum, da kann ich ja jetzt mal ausprobieren. Natursnack Obst mit süßen Bananen, knackigen Äpfeln und saftigen Bananen. Ja, mit Bananen muss ich aufpassen, wegen Zucker. Aber ich glaube, unsere Mäuse, die vertragen das ja sowieso. Und die fressen eigentlich alles. Und unsere dicke, weiße Maus Jue sowieso. Da muss man sich nicht streiten, dass die da wirklich alles frisst. Vielen Dank. So. Das nächste, was wir hier haben. Ich packe das einfach der Reihe nach aus. Oh Gott, was ist das denn? Ist es rund? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Es fühlt sich komisch an. Das sage ich eigentlich immer. Ist auch nichts. Ihr hört, es wackelt nichts. So. Oh! Okay, das war's. Das ist ein Streuball. Ein Nestball. Der nicht von der Verpackung will. So. Ein. Der ist wahrscheinlich hier. Nee, den hat sie nur hier dran geklebt. Oh, jetzt habe ich die Verpackung schon abgerissen. Das wollte ich nicht. Hier. Einen Trixie-Nestball. Oh Gott, Zelda hatte den schon so lange nicht mehr, weil die den ja zerstört. Wir alle wissen, Zelda zerstört sehr gerne Sachen. Sie will nicht damit irgendwie Nester bauen, die will die immer zerstören. Ja. Und ihr großes Grashaus hat sie ja auch schon zerstört, deswegen. Supi, freue ich mich. Das bekommen auch nicht unsere Mäuse, weil die haben sowieso noch das Grasnest, was auch zerstört wird. Aber irgendwie wird alles zerstört. Oh Gott, was ist das denn? Ah, es raschelt. Es raschelt, es raschelt. Sieht man die Sachen hier überhaupt hier noch so im Hintergrund? Ja, okay. Gut. So. Ich kann ja hier schon mal sagen, ich habe total das Gegenteil an Geschenkpapier benutzt. Ich habe rotes benutzt. Ironie, anstatt so blaues. Und hier haben wir... Hier haben wir, was haben wir hier? Das ist jetzt nicht wahr. Ne? Oh mein Gott. Ich habe ihr das gleiche geschickt. Oh, Dankeschön. Das ist aber sehr lieb von dir, dass du mir die Nagala, die Grainless Nagatafel Hibisco schenkst. Ich hoffe, also unsere Pakete werden ja gleichzeitig hochgeladen, also ich hoffe, deine Reaktion ist genauso.
Ja, das ist cool. Dankeschön. Ich kriege einen Lachkrampf. Cool, ich habe was gekauft und dann verschickt und es kam wieder zu mir. Was ein Zufall. Ah, ach, ist das lustig. Boah, es sind so viele Pakete. Okay. Was ist das denn? Oh Gott. Gott. Das hört sich an wie diese Kassetten, diese VHS-Kassetten von da. Was ist das denn? Es ist irgendwas Metallisches. Und wir haben hier... Oh Gott. Die Speicherkarte von meiner Kamera ist leider voll gewesen. Jetzt musste ich kurz stoppen. Aber ich mache es jetzt nochmal mit der gleichen Reaktion wie vorher. Oh mein Gott, guck mal, ein JR-Hase. Ich hatte, also ich habe zwar keine Hasen, also Kaninchen ist ja ein Kaninchen, aber ich hatte mal welche und... Ah, ist das süß! Oh mein Gott. Woher hast du das? Hä? Das gibt's bei mir in der Nähe nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, hier, guck mal. Was ist das überhaupt? JR Farm Snackdose mit Möhrchen. Sind das richtige Möhrchen? Zelda mag nämlich keine Möhren. Aber unsere Mäuse fressen das von daher. Aber ich guck mal, oh Gott, ist das süß. Ich mach mal auf. Ich mach mal auf. Das geht nicht auf. Oh ja, so. So. Gott, ist das süß. Es ist flauschig. So. Oh mein Gott. Oh Gott, oh, die sind zusammen, die haben sich doll lieb. Hier. Oh. Oh Gott, sind die süß, sie sind so kleine Mini-Möhrchen. Oh Gott, danke. Die sind niedlich. Wenn ich sage, dass was niedlich ist, dann muss es schon wirklich niedlich sein, wenn ich so quietschig ausraste. So, Müll, Müll. Wir sind immer noch nicht fertig. Wir haben ja hier noch was. Und zwar... Gott, warum ist das so? Wie kann so viel in so ein kleines Paket passen? Oh, hier könnte ich schon erfüllen, was es ist. Aber ich weiß es nicht so genau. Mal gucken. Oh, ja. Und es ist ja, ich konnte es erfüllen, aber es ist eine andere Sorte. Forderst du das heraus? Das ist jetzt eine JR Farm Knabberrolle. Die benutze ich auch, aber es ist wieder Karotte. Zelda mag keine Karotten. Das ist wieder für die Mausis. Aber eigentlich hat sie bisher jede gefressen. Also von daher ist das... Aber das ist schön orange. Das heißt, ich kann es fürs Halloween-Update benutzen. Das ist super. Das ist cool. Das ist auch die große. Ne? Hier von JR Farm. Dulette. Supermarken. So, jetzt sind wir aber fertig, ne? Ja. Nee, hier noch. Okay. Hier haben wir noch was Größeres. Es raschelt. Ich weiß nicht, was es ist. Oh. Ich konnte es schon sehen. Aber es ist... Es ist etwas von Dena. Von der Marke habe ich schon einiges gehört, aber ich hatte noch nie was davon. So. Und zwar Dena Best Nature Getreidesnack. Oh. Für Hamster, Zwerghamster, Rattenmäuse und Rennmäuse. Oh, mit lecker Kohlhirse und Getreide. Und oh, da wird sich die Zelda freuen. Die schnabuliert immer das hier unten gerne weg. Hier. Best Nature, das ist cool. Sonnengereifte Ähren von Hirse, Dari und Weizen. Super, natürliche, hundertprozentige Zusammensetzung. Oh Gott, Kamera, wieso tust du das? Wieso gehst du immer andauernd aus? Und wieso habe ich jetzt erst entdeckt, dass du hier in diesem ganzen Gewusel noch dieses Bild drin... Oh Gott, dieses Bild drin hast. Jetzt war, glaube ich, alles, oder? Da ist ja noch... Da ist noch mehr drin. Boah, Mann! Ich hole das mal raus, auch wenn es eine Sauerei auf meinem Bett gibt, aber das ist egal. Das ist eh voller Katzenhaare. Das sollte jeder Katzenhalter wissen, wenn die Katzen aufs Bett, also wenn sie drauf schlafen, aber wenn sie einmal drauf, kriegt man sie ihr ganzes Leben lang nicht runter.
noch was Kleines. Ich fühle mich so schlecht, weil ich glaube, ich habe dir nicht so viel. Ist ja auch egal. Ich hoffe, dir gefällt es trotzdem, was ich dir geschickt habe. Es ist was Winziges. Es ist ein Spielball. Das ganze Papier fällt einfach so runter. Von Anyone. Ich schmeiß immer hier weg. Ein süßer kleiner Spielball. Kann Zelda ihre Aggressionen ausleben. Wobei die echt daran auslebt, der hält da nicht lange. Oder wir geben es den Mäusen und die knabbern hier alle schön von weg und dann, ja. Oder die ziehen ihn in den Bau, kann auch sein. Lufanagaball. Oder Pedro ist sehr interessiert und spielt damit, aber der ist ja schon lange aus dem Alter raus, der ist ja schon ein Katzenrentner. So, jetzt kann ich aber das Bild zeigen. Hier. Boah, ist ja ein richtig ausgemaltes, Mann, Und ich wusste nicht, welche Farben da, also wie genau deine Mäuse aussehen. Deswegen habe ich das Bild noch nicht ausgemalt. Und weil meine Kolorationen sowieso ein bisschen doof sind. Aber egal. Hier haben wir ein Bild. Ich muss mir das einmal angucken. Oh, das ist so süß. Guck mal, Leute. Das ist ein Zelda-Bild. Oh Gott, ist das süß. Zelda for President. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Sie will die Weltherrschaft an sich reißen. Es ist jetzt besiegelt. Hiermit kandidiert Zelda. Oh, ist das toll. Oh Mann. Ich finde das richtig geil. Das ist super gemacht. Und das sind auch noch ihre Farben, so wie sie ungefähr aussieht. Oh, ist das süß. Dankeschön. So, meine werten Zuschauer, das war's dann mit dem Tauschpaket von mir und meinem Mais. Nochmal vielen herzlichen Dank an all die tollen Sachen, die ich von ihr bekommen habe. Also, fühl dich mal digital geknuddelt und Zelda hat dir sowieso eine Hamsterumarmung geschickt, von daher. Ja, und das Bild ist einfach unglaublich super lustig und geil. Darauf habe ich, darauf habe ich mich am meisten gefreut. Jetzt bin ich schon an meiner Bettkante hier ausgerutscht. Es ist schon spät bei mir, leider, leider. Ich hoffe, dir wird meins auch gefallen, dass du daran Spaß hast. Ich hatte es auf jeden Fall, wie man es hier im Video gehört hat. Leute, lasst ein Like da, kommentiert, wie fandet ihr es? Ich fand es super und danke für die Idee, dass ich ein Tauschpäckchen machen sollte. Hat mir sehr gefallen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Zelda-Video wieder. Schaut mal auf Me and My Mice vorbei. Sehr informativ, tolle Tiervideos. Und dann einfach auf Wiederschauen. Und zu guter Letzt begutachtet Pedro gerade das Tauschpäckchen. Ich gehe jetzt wieder schlafen, das interessiert mich nicht. Guck mal, was raschelt. Oh, geil, es raschelt. Oh mein Gott, Katzen-Action, es raschelt. Du bist so süß.